88% meiner Zuschauer haben kein Abo. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und nehmt als Dank die Glocke mit. Und wenn euch das Video gefällt, zeigt es mit eurem Daumen. Ach, und wenn wir gerade schon dabei sind, folgt mir auch auf Instagram, Facebook, Twitter und Twitch. Danke für euren Support. Und wieder einmal befinden wir uns in Silverstone, wo uns heute hoffentlich ein spannendes Rennen um die Pole Position erwartet. Oh je, und es regnet. Wenn wir hier auf die grüne Ampel warten, muss ich schon sagen, Stefan Römer, ich glaube nicht, dass dieser Regen in naher Zukunft nachlassen wird. Ich denke, toll. Wir werden einige Last-Minute-Änderungen an den Setups sehen und die Autos müssen dann besser mit diesen Bedingungen klarkommen. Was meinst du? Das Problem ist natürlich, dass alle schon an das morgige Rennen denken müssen. Du willst natürlich nicht das Fahrgestell anheben und ein bisschen mehr zusätzlichen Abtrieb einstellen, den du im Grand Prix selbst gar nicht haben willst. Die Park-Fermé-Regeln bedeuten aber, dass du genau diese Entscheidungen treffen musst. Das Beste, was die Fahrer machen können, ist, mit dem zu arbeiten, was ihnen im Cockpit zur Verfügung steht. Wenn man die Bremskraftverteilung weiter auf die Vorderachse legt, verhindert man, dass das Heck beim Bremsen rutscht. Und eine Öffnung des Differentials kann das Übersteuern am Kurvenausgang deutlich einschränken. Jene Fahrer, die diese Technik am besten für sich nutzen können, haben heute sicherlich die besten Chancen auf Erfolg. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Kühlsystemfehler. Boah, 4 Minuten 50. Es gibt ein Problem mit dem Kühlsystem und wir werden ein paar Minuten für die Reparatur brauchen. Na super. Ja, somit herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2018 hier in England, wo es natürlich regnet. Ja, ich habe noch die dritte Trainingssession gemacht. Lief leider gar nicht so gut. Ich weiß nicht, irgendwie die Strecke an sich, ich weiß nicht, die hat irgendwas ganz Komisches. Also so, ich habe zum Beispiel das Qualifying-Tempo gemacht, wo ich immer perfekte Zeiten gefahren bin. Und da habe ich es nicht geschafft, keine einzige, nicht mal eine grüne Zeit zu bekommen. Und war aber trotzdem in der Trainingseinheit auf Platz 2. Aber nun gut, naja. So, wir haben... Wieso haben wir 20 Minuten eigentlich? Waren das nicht immer 10 Minuten kurzes Qualifying? Aber wir müssen eh jetzt noch ein bisschen warten. Wir gucken mal, wir können uns mal ein bisschen überlegen, wie wir es machen. Regen, Gedöns. Die Strecke ist gerade ziemlich leer. Jede Menge Platz. Ja, und mein Kühlsystem, ich muss ja wohl warten, oder? Ich habe ja mit einem erhöhten Auftrieb bin ich immer gefahren. Wobei ich dann auch sagen muss, gerade auch bei dem Qualifying-Tempo oder so, hat man immer so gesehen auf den Geraden, da hat mir schon ein bisschen der Speed gefehlt, das muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, im ausgewogenen Zustand, oder war es höhere Spitzengeschwindigkeit, bin ich mal gefahren, da rutscht er mir halt auch des Öfteren. So, für mich wäre interessant, kann man irgendwie... Achso, hier kann ich so ein bisschen durchsuchen. Für mich wäre es natürlich sehr interessant. Ich würde die falschen Taschen. Ja, oh nein, shit. Wir haben die Teile, ich habe die Teile zu spät umgeswitcht und jetzt muss ich noch mit den alten Dingern das Ganze machen. Okay, Getriebe passt aber. Kann ich nicht irgendwo sehen? Hier sehe ich jetzt die Wetterbedingungen, aber nur für die nächsten 10 Minuten. Kann ich irgendwie sehen, wie es eben Wetter wählen? Ach, das kann ich auch wählen, aber ich lasse es mal so. Kann hier Sonne, nass. Aber lassen wir mal so, das wäre sonst ein bisschen blöd. Gar nicht gewusst, dass ich überhaupt so machen kann. Ja, interessant wäre es dann natürlich, wie es im Rennen aussieht. Das kann man jetzt so gar nicht... irgendwie Reparaturzeit überspringen, ja, kann man gar nicht groß machen, leider. Oder schauen, wie die Prognosen von morgen sind. Vielleicht kann man es wirklich machen, aber dann vielleicht nicht im Qualifying, sondern dann, wenn man wieder hier im Büro sitzt, im Truck, aber das haben wir jetzt ja nicht. Also komm. Sollte so hoffentlich alles passen. Wir gehen raus. Und dann hoffen wir das Beste. Ich bin mal gespannt, wie das Qualifying an sich verläuft. Bei Regen ist immer so eine Sache, bin ich jetzt auch nicht so gut beim Fahren. Aber natürlich die Gegner sind natürlich auch nicht so gut. Aber ich halt auch nicht. Und jetzt natürlich durch die... Boah. Ups. Schon ein bisschen viel. Durch die angeschlagenen Teile... Wieso ist jetzt wieder alles grün? Achso, das hat es noch geändert, bevor wir wohl rausgefahren sind. Okay. Ja, dann ist ja alles cool. Wobei, ja, Steuerelektronik, ja, okay, 55. Ja, okay, Steuerelektronik geht noch einigermaßen. So, ich sollte jetzt nicht zu sehr hier auf die Zahlen schauen. Ich sollte mal so ein bisschen auf die Strecke schauen. Das ist schon ein bisschen, hat sie ein bisschen... Oh, Alter, guck mal, wie er rutscht. Alter, in die Kurve rein.
Ist halt natürlich was ganz anderes. Ich glaube, in der zweiten Trainingssession hat es, glaube ich, auch geregnet. Da war aber irgendwas noch. Und in der dritten war dann wieder, eigentlich, ja, sonnig, kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber es war halt trocken, sagen wir es mal so. Das ist halt schon extrem anders zu fahren. Also bei trockener Strecke hier in die Kurven reinpresst so richtig. Hier am Anschlag und dann bremst man und das reicht halt immer noch nicht. Guck mal, ich rutsche hier nur beim Lenken. Dann bremst man so ein bisschen mehr, aber es reicht halt immer noch nicht bei Regen. Es rutscht halt immer noch rum wie nochmal was. Ja, guck mal, der rutscht schon wieder. Richtig schlimm. Hier zum Beispiel bin ich eigentlich nur durch. Ja, muss ich nochmal ein bisschen mehr vom Gas, vielleicht mal ein bisschen bremsen. Hier habe ich ihn teilweise in den Kurven durchrollen lassen und zwischen den Kurven wieder ein bisschen Gas gegeben. Das hat eigentlich sogar immer gepasst, aber hier muss man, darf man eigentlich so gut wie gar nicht Gas geben und sogar noch zusätzlich ein bisschen bremsen. So, hier auch so eine blöde langgezogene Kurve. Guck schon wieder hier. Also, dann der Ausgleich nochmal hier weggerutscht. Das ist schon übel. Hier auch zum Beispiel, wenn wir so ein bisschen aufpassen. Was sind wir? Platz 5. Alter Falter. Okay. Gar nicht so gut. Wobei ich finde es dann eigentlich cool, mal gar nicht die Pole Position zu haben oder so. Finde ich manchmal ganz gut. Ich meine, mit den Rivalenpunkten, ja, ist jetzt nicht so toll. Wobei wir eigentlich da eigentlich derzeit ganz gut dastehen. Aber es ist halt interessant fürs Rennen auch. Weil wenn man als Erster startet und als Erster ins Ziel geht oder so, passiert halt nicht viel, gell? Ist halt so eine Sache. Oh, jetzt hier lilaner Sektor 1. Sieht mal ganz gut aus. Sieht's denn aus hier mit dem Benzin? Zwei Runden noch. Also die Runde und noch eine nächste Runde könnte man hinten dranhängen. Ansonsten müssen wir kurz rein. Ja, jetzt sagt das. Jetzt habe ich doch schon geschaut. Oh, hier mal so ein bisschen Zwischengas. Aber guck mal, oh, da kommt man schon weit raus. Kommt man sehr weit raus. Wobei ich hier, glaube ich, auch ein bisschen spät beschleunigt habe. Oh je. Ja, jetzt habe ich ein bisschen fast verloren. Ich hoffe, es gibt auch keine Strafe oder so, aber es wird auch nichts eingeblendet. War ja jetzt eigentlich ja schon so ein bisschen eine Abkürzung, gell? Wobei, na, Zeit habe ich ja eigentlich auch verloren. Das war die schnellste Runde. 3/10. Okay, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Muss aber jetzt auch dazu sagen, wir könnten uns jetzt noch bessern, wenn ich jetzt hier nicht so mega rumrutsche. Wir sind von den Zeiten her. Oh, jetzt hier wie gerutscht. Wegen dem einen Fehler, aber jetzt bin ich hier gar nicht so gut gefahren. Gar nicht gut. Oh, war das? Alter, wie der durchdreht. Klar, okay. Ich war die ganze Zeit auf Vollgas so. Der dreht voll durch. Aber. Da will ich halt auch nicht vom Gas. Was? DRS aktiviert. Wow. Alles klar. Aber mit den Zeiten sieht es halt trotzdem ein bisschen Oh. Das ist jetzt aber mies. Weißt du, jetzt bin ich auf dem. Alter, ich rutsche hier rum. Jetzt bin ich auf dem ersten Platz eigentlich. Jetzt bekommen alles DRS. Und ich habe mir schon gedacht, so, hey, ich kann mich jetzt zurücklehnen und eigentlich warten, bis die Zeit abgelaufen ist und schön ins Rennen als Pole Position reindüdeln. Was jetzt wohl nicht mehr funktionieren wird, wenn die jetzt alle hier das DRS bekommen. Aber es ist halt schon noch ein bisschen nass hier, gell? Guck, hier bekomme ich es jetzt auch zum Spiel, aber es ist halt das letzte von 3. Ich komme hier mal ein bisschen in die Zeit rein und guck mal, wie die Zeit jetzt hier weggeht. Oben bei Delta. Alleine durch DRS gerade. Aber es ist halt trotzdem noch so ein bisschen. Vor allem bin ich irgendwie ganz alleine. Oh je. Oh je. Ja, hätten wir eigentlich hätten wir sogar jetzt direkt in die Box reinfahren können, aber war dann mit dem Rutschen und so auch ein bisschen, wir gehen jetzt mal rein. Theoretisch können wir jetzt auch andere Reifen nutzen, oder? Was sagt denn hier das Ganze? Also wir haben halt nur noch 4 Minuten. Wenn du Informationen zur Reifenabnutzung oder einem Schaden aufrufen möchtest, drücke die MFA-Taste für die Multifunktionsanzeige und
dann erneut, um zum Reifen- und Schadensbildschirm zu navigieren. Boah, wir haben ja nur die Inters und die Regenreifen dabei. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn wir es auf Soft oder so hätten umsteigen können. Aber das ist natürlich ein bisschen kacke. Guck mal, wir sind auch gar nicht so weit weg. Ja, okay, auf 3 ist dann wieder ein Sprung, aber... Alter, guck mal, der fährt mit Soft. Oh, das ist ja mies, Leute. Das ist wirklich mies. So, hier kann man die nächste Kamera machen. Guck mal, Alter, die fahren alle... Oh, Bottas, Platz 4 geht jetzt mit Soft-Reifen raus. Und ich habe keine dabei. Hier, Verstappen 3. Boah, das ist mies. Das ist wirklich mies. Jetzt haben wir Rundenzeit 1,40, müssen wir gucken, dass wir gleich rausgehen. Boah, das ist wirklich mies. Ja, Vettel ist immer noch drin. Aber das ist mies, dass ich die Reifen nicht wechseln kann. Aber wir können uns nochmal ein bisschen bessern mit den DS jetzt. Aber ob wir mit den anderen dann mithalten können, wenn sie als Soft fahren. Das ist so eine Frage. Komm, wir gehen raus. Bevor alle rausgehen. Was? Moment mal. Wir sehen gerade einige schnelle Rundenzeiten. Wir legen einen Zahn zu da draußen. Was kam da gerade von der Meldung? Ich hab's zu schnell weggedrückt eigentlich. Ach, verdammt. Ich hab gedacht, da kommt jetzt gleich fliegende Runde und dann habe ich nochmal gedrückt und dann war irgendwas mit Reifen. Oh, ich hab Softreifen. Alles klar, nice. Keine Ahnung, wo die herkommen, aber richtig nice. Oh, ich bin Platz 6. Nicht so nice. So, jetzt geht's ab hier. Jetzt haben wir auch noch so bis zum Ende gewartet. Das heißt, wir haben auch eine einigermaßen trockene Strecke. Wenn sie noch ein bisschen nass ist, okay, aber alle anderen, die vor mir gefahren sind, die haben halt eine noch nassere Strecke. Oh, der rutscht ja schon wieder hier drüber. Oh, der Start war schon mal nicht so gut. Hier im roten Bereich schon mal. Müssen wir gucken, dass wir hier noch ein bisschen was reißen. Wie gesagt, muss jetzt ja auch nicht unbedingt eine Pole Position sein. Auch wenn es vielleicht hier mit Rivalität und das Ansehen im Rennteam und so alles ganz gut wäre. Aber wie gesagt, können auch mal ein bisschen spannenderes Rennen machen. Vor allem, weil mir die Strecke jetzt auch gar nicht so gut liegt. Qualifying beendet. Ja, aber ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit, hier die Runde zu beenden. Außer ich mache jetzt mega Scheiß. Das wäre nicht so toll. Das wäre gar nicht gut, Leute. Vor allem diesmal ein richtig langes Qualifying. Ansonsten meistens immer so ein, zwei Runden und das war's. Aber hier diesmal ein bisschen kniffliger. Auch wenn hier das gerade nicht so schön war. So, jetzt komme ich hier so ein bisschen durch. Oh, das war auch... Muss ein bisschen aufpassen. Also hier bremse ich immer. In der letzten Kurve bremse ich immer zu viel. Wenn ich immer so ein bisschen Schiss habe. Also 5,4 Sekunden. Das ist natürlich schon heftig. Was das dann einen Unterschied macht. Dann sind wir eben gespannt, wie es aussieht. Oh, guck mal. Ich bin Platz 19. Okay. Klar, da sind jetzt alle auf Soft umgestiegen. Da hat man echt keine Chance. So, ich weiß nicht, was vom Platz. Ist gerade alles weggegangen. Dritter? Ja, okay, ganz okay. Ist eigentlich ganz okay. Dritter Platz. Kann man nicht meckern. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Hülkenberg, Bottas und der Thomas. Gerade so. Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, that's nice. Wir sind sogar noch vorm Vettel und wir sehen uns dann im nächsten Part. Danke fürs Einschalten. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.